alten Ägypten, vor mehr als 3000 Jahren, stand die Arbeit hinter dem Pflug in hohen Ehren. Im ältesten deutschen Rechtsbuch, dem Sachsenspiegel, verdankt der Bauer seine Taler dem Pflug. Die gerade Furche wurde zum Sinnbild für den geraden Charakter des Bauern. Hier der älteste deutsche Pflug, 4000 Jahre nach dem Fundort Pflug von Walle genannt. Er ist kein primitiver Pflug mehr. Er besteht bereits aus dem Sterz, aus der Pflugsohle oder dem Schar, aus Eichenholz. An der 3 Meter langen Deichsel ist ein hölzerner Haken zum Anspannen der Zugtiere befestigt. Somit sind alle Grundelemente vorhanden, die auch in den heutigen Pflugkonstruktionen enthalten sind. In der Pflugschau der Landwirtschaftlichen Hochschule Hohenheim können wir diese Entwicklung verfolgen. Das hölzerne Schar des hakenförmigen Pfluges wird durch einen Eisenbeschlag wesentlich verbessert. Diese Pflüge ritzen den Boden nur auf. Die frühe Erkenntnis der Bedeutung guter Pflugarbeit führte in Europa zur weiteren Entwicklung des Pfluges. Um den Pflug leichter führen zu können, wurde der Pflugbaum oder Grindel, der sich aus der Deichsel entwickelt hat, auf einen Vorderkarren gelagert. Erst mit dem Aufkommen einer neuen Streichblechform wird es möglich, den Boden nach der Seite zu wenden. Mit dieser Pflugkonstruktion kann nur in einer Richtung gepflügt werden. Der Bauer muss sein Feld in Beete einteilen, daher Beetpflug. Mit Pflügen dieser Art wurden die Prärien Nordamerikas kultiviert. Die ersten Ganzmetallpflüge mit Streichblech und Schar aus Stahl bauten die Belgier und Engländer. Jetzt können Pflüge fabrikmäßig hergestellt werden. In Deutschland entstehen um die Mitte des vorigen Jahrhunderts die ersten Pflugfabriken. Die Arbeit der Pflughersteller beruht damals wie heute auf der Erfahrung der Bauern. Die Vielfalt der von ihnen entwickelten Pflugformen ist durch die Verschiedenartigkeit der Böden und Landschaften bedingt. Auf den weiten Flächen der Lüneburger Heide, mit ihren leichten Sandböden, finden wir zum Beispiel heute noch die einfachste Form, den Schwingpflug. Dieser Pflug hat keinerlei Abstützung und ist nach allen Seiten frei beweglich. Der Pflüger muss alle auf den Pflug wirkenden Kräfte mit den Händen an den Sterzen ausgleichen. Im hängigen Gelände des Mittelgebirges können Beetpflüge nicht mehr benutzt werden. Die unregelmäßige Form der Feldstücke erschwert das Pflügen einzelner Beete. Die Erde soll am Hang nach oben gewendet werden. Hier verwendet man den Kehrpflug in seiner einfachsten Form als Unterdrehpflug. Auch diese Pflüge sind verhältnismäßig leicht und erlauben eine Furchentiefe bis etwa 18 cm. Der Pflugkörper wird nach Ausrücken eines Sperrhebels um eine in der Mitte des Streichbleches liegende Achse gedreht. Das zylindrisch geformte Streichblech trägt unten und oben je ein Schar. Diese Vorrichtung ermöglicht es den Bauern, in derselben Furche zurückzukehren. Auch wo Hecken oder Knicks die Felder umsäumen, muss man möglichst nah an den Feldrand heranpflügen, sonst bleibt wertvolles Land unbebaut. Für schwere Böden wurde der Drehpflug als eine weitere Form des Kehrpfluges entwickelt. Die Drehung des Grindels, auf dem je ein voll ausgebildeter rechter und linker Pflugkörper angebracht ist, erfolgt durch Abrollen der Pflugkörper auf den Boden. Durch Grindels mit dem Vorderkarren und das Gewicht des oberen Pflugkörpers erhält der Pflug eine sichere Selbstführung und einen guten Sitz. Wegen dieser Vorteile ist der Drehpflug heute weit verbreitet. Soweit im Hochgebirge überhaupt Ackerbau betrieben wird, gestaltet sich die Bodenbearbeitung besonders schwierig. Es muss an steilen Hängen gepflügt werden. Das stellt an Mensch und Tier besondere Anforderungen. Auch der Pflug hat sich den Erfordernissen der Landschaft angepasst. Aus dem Drehpflug ist der Winkeldrehpflug geworden. Seine beiden Körper stehen im rechten Winkel zueinander. So braucht er beim Umwenden nur um 90 Grad gedreht zu werden.
Der nicht arbeitende Körper gibt dem Flug einen guten Sitz. Selbst in Hanglagen, bis zu 30% Steigung, kann die Furche noch nach oben gewendet werden. Die tiefgründigen Böden der niederrheinischen Landschaft ermöglichen Weizen- und Zuckerrübenanbau. Die bisher gezeigten Kehrpflüge sind für diesen Zweck zu leicht, denn es muss tief gepflügt werden. Der hierzu entwickelte rheinische Pendel- oder Kipppflug kann Furchen von 30 cm Tiefe und mehr pflügen. Um auf solche Tiefe zu kommen, muss der Pflug schwer gebaut sein. Hier sind zwei voll ausgebildete Pflüge zu einem vereinigt, der trotz seines Gewichtes leicht um die Achse des Karrens gekippt werden kann. Die Zugkette wird beim Wenden unterm Landrad durchgezogen. Im Zuge der Rationalisierung wurden die Pflugkörper genormt. Mit der Entwicklung des Automobils bekam auch die Landwirtschaft ein neues Zugmittel. Die höhere Geschwindigkeit machte Formänderungen beim Pflugkörper notwendig. Aber selbst bei den modernen, mit Krafthebern betätigten Anbaupflügen bleibt es beim altbewährten Streichblechpflug. Die Arbeitstechnik doch hat sich geändert. Der Gespannpflüger ging hinter dem Pflug und konnte seine Arbeit beobachten. Der Schlepperpflüger hat den Pflug hinter sich. Seine Aufmerksamkeit ist zwischen Pflug und Schlepper geteilt. Die hohe Zugkraft verleitet allzu leicht, die Sorgfalt beim Pflügen zu vernachlässigen. Dies würde zum Rückgang der Bodenfruchtbarkeit führen. Durch das Leistungspflügen weckt der Landjugendberatungsdienst in der Landjugend den Willen zur Qualitätsarbeit. Jeder hat die Möglichkeit, an einem von der Landwirtschaftsschule ausgeschriebenen Kreisentscheid teilzunehmen. Das Leistungspflügen ist nichts Neues. Schon im vorigen Jahrhundert wurden Wettbewerbe im Pflügen ausgetragen. Es geht um den Vergleich der eigenen Leistung mit der des anderen. Über Kreis- und Landesentscheide kommen die Sieger zum Bundesentscheid. Jeder, der an einem Leistungspflügen teilgenommen hat, gleich ob auf Kreis- oder Bundesebene, weiß, welche Sorgfalt und Übung erforderlich ist, um vor dem Richterkollegium zu bestehen. Nicht die Preise für die Sieger, sondern die Freude an einer meisterlichen Pflugarbeit lässt jährlich mehr als 10.000 Jungbauern teilnehmen. Jeder arbeitet mit dem Pflug und Schlepper, den er auch zu Hause benutzt. Nicht auf das Tempo, sondern auf solide, gründliche Arbeit kommt es an. Die Richter bewerten die Qualität der Arbeit in ihrem Urteil, das bei der Siegerehrung mit Spannung erwartet wird. Die gleichmäßig gute Leistung aller Teilnehmer bestätigt den Wert der Wettbewerbe im Pflügen. Die Bundessieger der Schlepperklasse vertreten Deutschland bei der Weltmeisterschaft im Pflügen. Zum guten Pflügen gehört eine gute Wartung des Gerätes. Es ist altbekannt, aber wenig beachtet, dass Schar, Streichblech, Sech und Vorschäler nur einwandfrei arbeiten, wenn sie vollkommen blank und die Schneiden scharf sind. Diese Teile sollten vor Inbetriebnahme genau nachgesehen und wenn nötig in Ordnung gebracht werden. Das Herzstück des Pfluges ist das Pflugschar. Ein stumpfes Schar muss unbedingt ausgewechselt werden. Mit einer Stahlbürste werden Rost und Erde gründlich entfernt, bevor das neue Schar angeschraubt wird. Die Oberflächen von Schar und Streichblech sollen glatt ineinander übergehen. Auch die Schneide des Vorschälers muss scharf sein.
Das Anlagenende ist besonders stark im Verschleiß ausgesetzt. Bei vielen Flügen ist hier ein Schleifklotz zum Auswechseln angebracht. Ein neuer Schleifklotz gibt dem Flug eine gute Seiten- und Tiefenführung. Alle beweglichen Teile müssen geschmiert werden. So laufen sie leichter und der Flug behält eine längere Lebensdauer. Wichtig ist, dass das Schar Unter- und Seitengriff hat. Das heißt, dass die Scharspitze tiefer liegt als die Unterkante der Anlage und landseitig über diese hinausragt. Die Spitze des Sechs muss schräg nach vorn gerichtet sein, um einen ziehenden Schnitt zu ermöglichen. Das Sech ist richtig eingestellt, wenn es etwa 1 cm weiter seitlich ins Land steht als die Scharspitze. Hier ein Übungspflügen. Auf dem Feld wird ausgefluchtet, um die erste Furche, die Spaltfurche, gerade ziehen zu können. Es wird ein Anhängebeetpflug verwendet. Er ist bereits einwandfrei hergerichtet. Wenn der vordere Pflugkörper die Begrenzungsfurche erreicht, wird eingesetzt. Um alles Land durchzupflügen, wird je eine Furche nach außen geschlagen. Beide sollen schmal und flach sein. Beim Zweischarpflug arbeitet man zunächst nur mit dem hinteren Pflugkörper. Der vordere arbeitet nicht mit. Der Pflug ist zur Landseite hin verkantet. Stoppeln und Wurzelwerk werden ganz durchgeschnitten. Der Vorschäler ist hochgestellt. Der Pflug muss zur zweiten Spaltfurche neu eingestellt werden. Die Verkantung wird schwächer, gleichzeitig wird der Pflug etwas tiefer gestellt, um dem Anlagenende Halt zu geben. Jetzt soll vor allem der vordere Pflugkörper arbeiten. Auch hier bleibt der Vorschäler noch hochgestellt. Diese Spaltfurche ist sauber ausgeführt, es ist kein Mittelbalken stehen geblieben. Beim Zusammenschlagen arbeitet der Pflug mit beiden Körpern. Er ist immer noch leicht verkantet. Die volle Furchentiefe ist noch nicht erreicht. Die dritte und vierte Furche wird gegen die erste und zweite Furche geschlagen und dadurch entsteht der Zusammenschlag. Nach dem Zusammenschlag wird der Pflug tiefer gestellt.
Beide Vorschäler arbeiten mit und der Flugrahmen soll jetzt parallel zur Ackeroberfläche liegen. Der Bewuchs wird vollständig untergebracht. Die Streichschiene kämmt den Furchenbalken und sorgt für weitere Krümelung. Die Anlage drückt mäßig gegen die Furchenwand und zeichnet sich auch an der Furchensohle ab. Das Rundsech schneidet den Furchenbalken vor. Der Vorschäler hat die Aufgabe, einen schmalen Streifen so abzuschälen und in die Furche zu legen, dass der über das Streichblech gleitende Furchenbalken den Bewuchs vollkommen bedeckt. Eine gute Wendung wird erreicht, wenn die Arbeitsbreite des Schars etwa um ein Drittel größer ist als die Furchentiefe. Diese soll möglichst gleichmäßig sein und muss daher öfter nachgemessen werden. Für das Saatbett ist weiterhin guter Furchenanschluss und gute Krümelung wichtig. Der Pflüger muss immer wieder die Arbeit des Pfluges beobachten. Die Furche ist sauber ausgeräumt. Genaue Einstellung des Pfluges und aufmerksame Arbeit führen hier zu einem vorbildlich ebenen Zusammenschlag, der im Beet keinen Mittelrücken bildet. Es kann nicht oft genug darauf hingewiesen werden, dass Sech und Vorschäler peinlich genau eingestellt sein müssen, wenn der Bau des Ackers gelingen soll. Der Pflüger hat in 6 Umgängen den Zusammenschlag vollendet. Nun beginnt er links herum den Auseinanderschlag und fährt dazu in die letzte Furche des benachbarten Beetes ein. Das Restbeet soll in seiner ganzen Länge gleich breit sein. Durch Nachmessen muss sich der Pflüger schon frühzeitig davon überzeugen. Am besten gelingt der Auseinanderschlag, wenn für den letzten Umgang noch 3 Furchen übrig bleiben. Das scheint unserem Pflüger offenbar zu glücken. Jetzt muss der Pflug 2 bis 3 cm flacher gestellt werden, damit er bei der letzten Furche noch Halt findet. Das Restbeet passt zwischen die Schlepperräder. Vor der letzten Fahrt wird der Pflug wieder auf die ursprüngliche Tiefe gebracht. Das Sech wird auf Scharebene hinuntergestellt, damit es dem Pflug Halt gibt. Der Vorschäler arbeitet nicht mehr mit. Alles noch stehende Land muss bei der letzten Fahrt durch den vorderen Pflugkörper weggepflügt werden, während der zweite Pflugkörper die sogenannte Sohlenfurche hochpflügt. Die Ausfurche soll möglichst flach und schmal sein, damit sie leicht zugeeckt werden kann. Auf dem gepflügten Feld ist nur eine Schlepperradspur zu sehen. Durch richtiges Einsetzen und Ausheben entsteht eine gerade verlaufende Beetkante. Das gibt dem Ganzen ein ordentliches Bild. In aller Welt ist der Pflug Symbol friedlicher bäuerlicher Arbeit. Alljährlich treffen sich die besten Pflüger der in der Weltpflügerorganisation Vereinten Nationen, um ihr Können zu vergleichen. Ein gemeinsames Anliegen führt junge Menschen zusammen. Beim Trachtenzug des althergebrachten Cannstätter Volksfestes bereitete die Stuttgarter Bevölkerung auch den Pflügern einen festlichen Empfang. Auf dem Gelände der Landwirtschaftlichen Hochschule Hohenheim sind die Vorbereitungen schon in vollem Gange. Thank you.
Die Wettkampfteilnehmer können sich beim Übungspflügen mit den Bodenverhältnissen vertraut machen. Der dreifache Weltmeister Hugh Barr aus Nordirland, in diesem Jahr als Mannschaftsbetreuer nach Hohenheim gekommen, stellt seinen Pflug ein, um die Regeln im Graslandpflügen zu demonstrieren. Der hierbei gebräuchliche Stiel hat sich in den niederschlagsreichen angelsächsischen und skandinavischen Ländern entwickelt und bewährt. Man verwendet dabei Pflugkörper mit einem langen, schraubenförmig gewundenen Streichblech. Schon beim Spalten arbeiten beide Pflugkörper. Beim Zusammenschlag müssen die beiden mittleren Furchen dicht zusammenliegen, damit kein Gras durchwachsen kann. Beim dritten Umgang liegt der Pflugrahmen parallel zur Ackeroberfläche. Im Grasland wird die Arbeitsweise des Vorschälers besonders deutlich. Er hebt nur einen schmalen, flachen Streifen des Bewuchses ab und legt ihn auf den bereits vom Pflugkörper angehobenen Furchenbalken, über den er auf die Furchensohle abrollt, bevor er verdeckt wird. Mit allen Mitteln muss ein satter Furchenanschluss erreicht werden. Auch die Streichschiene hilft dabei mit. Bei der vorletzten Fahrt arbeitet der Vorschäler nicht mehr. Für den Auseinanderschlag bleibt dem Weltmeister Hugh Barr hier nur ein kurzes Stück zu pflügen, denn im fertigen Demonstrationsbeet sollen die einzelnen Arbeitsabschnitte, die normalerweise ineinander übergehen, deutlich erkennbar bleiben. Nach wie vor ist der Boden die Lebensgrundlage der Völker. Möge Frieden die Äcker bestellen, lautet der Wahlspruch der Weltpflügerorganisation, die den Pflug zum völkerverbindenden Symbol gemacht hat. Die Weltmeisterschaft im Pflügen, in Deutschland vom Landjugendberatungsdienst vorbereitet und durchgeführt, stellt den Höhepunkt der Leistungswettbewerbe dar, die mit den Kreisentscheiden begannen. Die Auffahrt der Pflüger zum Start. Auch Bundesminister Dr. Lübcke fährt mit den Ehrengästen zum Wettkampffeld. Noch nie haben so viele Menschen gemeinsam auf einem Feld gestanden und beim Pflügen zugesehen. 30 Teilnehmer, die besten Pflüger aus 16 Nationen, beginnen den Wettbewerb um den goldenen Pflug. Aus Australien und Neuseeland sind die Pflüger von ihren abgelegenen Farmen um die halbe Erde gereist. Von den Weizenflächen des amerikanischen Mittelwestens, von Kanada und Nordirland, von England, Finnland, Schweden und Norwegen, aus Italien, Frankreich und Österreich, aus den intensiven Ackerbaugebieten in Belgien, Holland und Dänemark kamen sie nach Hohenheim. Die beiden deutschen Pflüger sind Bauernsöhne aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Wenn sich Landwirte aus verschiedenen Gebieten, Ländern und Kontinenten zusammenfinden, um sich in der Kunst des Pflügens zu messen, dann müssen hierfür einheitliche Richtlinien zugrunde gelegt werden. Auf dem Pflugfeld geht es nur um die Frage, welcher Pflüger ist der Beste in der meisterlichen Beherrschung seines Pfluges und seines Schleppers? Denn es gibt keinen Pflugstil, der in jedem Fall und unter allen Bedingungen der Beste wäre. Einzig und allein die Beurteilung des handwerklichen Könnens bildet die Grundlage für eine gerechte Bewertung der Teilnehmer.
Die grüne Kugel zeigt die letzten Runden an. Die rote Leuchtkugel beendet den ersten Wettkampftag. Das Pflügen auf Stoppelland. Der zweite Tag bringt die Entscheidung mit dem Graslandpflügen. Weltmeister wird der Pflüger mit der besten Gesamtleistung im Stoppel- und Graslandpflügen. Mit höchster Konzentration kämpfen die Teilnehmer um Punkte. Noch ist der Ausgang des Wettbewerbs ungewiss. Die Resultate im Stoppelpflügen werden nicht bekannt gegeben. Bei den Weltmeisterschaften entscheidet allein die Gesamtleistung. Unermüdlich arbeitet jeder mit höchster Anspannung. Mit großer Sorgfalt werden die Pflüge für jeden Arbeitsvorgang eingestellt und überprüft. Jede teilnehmende Nation stellt einen Wettkampfrichter. An allen 30 Beeten muss er den Fortgang beobachten und danach sein Urteil fällen. Die Teilnahme am Leistungspflügen ist eine Bewährungsprobe, die mehr verlangt als die richtige Ausführung von Handgriffen. Nicht die Preise, die an die Sieger verteilt werden, sind das Entscheidende, sondern die Gelegenheit, die eigene Leistung mit der des anderen zu vergleichen. Die Freude an einer meisterlich ausgeführten Arbeit, das Bewusstsein, anerkannt und beachtet zu werden und der Wille, sich zu bewähren. Das ist es, was eine immer größere Zahl von jungen Bauern zum Mittun veranlasst. Jeder zieht seine letzten Furchen. Der Wettkampf geht zu Ende. Die Entscheidung in der 6. Weltmeisterschaft ist gefallen. Der neue Weltmeister heißt Tom Leslie Goodwin aus England, der Gewinner des goldenen Pfluges. Diese kostbare Auszeichnung ehrt zugleich alle jungen Bauern, die mit Fleiß und Sorgfalt ihren Pflug führen, um die Fruchtbarkeit des Bodens zu erhalten und zu mehren.